Willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Mal schauen, was es hier so in unserer Lotterie gibt. Naja, Lotterie würde ich das nicht nennen, aber in unserem Automaten hier, in unserem Kaugummi-Automaten. Was für Kostüme gibt es denn in dieser Welt, die bisher meine Lieblingswelt ist in diesem wunderschönen, cute Spiel? Yeah, 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 yeah. Okay. Kannst natürlich alles leisten, denn wir haben so viel Cash. eine Punktekarte. Super. Cool. Frosch mit rosa Blumen, okay. Heu? Geil. Oh, Nashorst. Was? Nashorst? Okay. Die Giraffe! Cool. Baby Nashorst. Oh. Ah, dann war es ein Baby. Also. Okay. Also noch nicht die Freundin. Kroko-Waggon. Okay, ich glaube, das spoilert schon was. Was wir danach sehen werden in der nächsten Folge. Dschungellaster. Cool. Frosch mit blauen Blumen. Damn. Und ein Schlankton. Ich hasse Schlankton. Blöder Mann. Er ist voll blöde, ey. Öde und blöde. Ja, worauf habe ich denn mal Lust? Nehmen wir noch, obwohl. Es gibt so viele coole. Heu ist aber echt cool irgendwie. Dschungellaster, Heu, Giraffe. Ach, ich nehme die Giraffe. Die ist so cool. Yay! So, in dieser Folge werden wir diese Welt 100% abschließen. Yeah, yeah. Und in der nächsten Folge den Boss vorknöpfen. Und dann werden wir sehen, wie die Welt sich erweitert. So. Tierreich-Erkundung. Also mein Lieblingslevel in diesem Spiel. Rückwärts. Yeah. Und das zweite Level war nicht so toll. Ich will es nur nochmal erwähnen. Dass ich das zweite Level, was wir gleich nochmal spielen werden müssen, nicht so toll finde. Okay, wie viel Zeit haben wir? Wir haben 3 Minuten Zeit und so sieht unsere Karre aus. Voll cool eigentlich. So. 3 Minuten. Okay, das ist cool. Oh, die Nashörner sind wieder da. Hi. Warum mache ich das? Ich brauche keine Herzen. Warum gehe ich da lang? Soll ich nicht lang gehen? Wo sind denn nur die Hundis? Ich höre einen, der ist sogar da unten schon richtig easy. Gut, einen haben wir. Checkpoint. Brauchen wir eh nicht, aber egal. Cool. Dann suchen wir mal nach dem zweiten und dem dritten. Ich muss ganz kurz zuhören. Oh, ich sehe den schon. Oh, wie cool. Okay, das ist richtig cool. Bisher mag ich das sogar. Das ist ja auch mein Lieblingslevel. Natürlich muss das hier cool sein. So, ich hoffe, man ignoriert die Hunde im Hintergrund und man konzentriert sich nur auf die Hunde, die man jetzt im Vordergrund hören wird. Lol. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich höre ihn. Ich sehe ihn. Wie kriege ich ihn? Wie kriege ich ihn? Da hinten ist er. Er wird gleich gegessen. Er wird gleich gegessen. Bruder, pass auf. Bruder, pass auf. Alter, der wäre fast gefressen worden. Los bei ihm, Alter. Was ist da los? Okay, das ist echt cool. Komm. Schnell rüber. Okay, warum auch immer die Zeit 3 Minuten ist, das verstehe ich nicht ganz. Ich hätte 2,5 gemacht. Wenn ich ehrlich bin, weil alle waren easy zu finden. Die waren mitten im Weg. Vielleicht, weil das hier ein wenig lange dauert. Oder wie lange dauert das noch zurückzukommen? Ja, okay. Na wohl. Egal. Wir haben es auf jeden Fall. War sehr easy. Hat mich keine Kraft nutzen. Was laber ich? Mach auf, Alter. Mach auf. Ich musste keine Kraft benutzen. War easy peasy, ja. Und jetzt machen wir noch die anderen beiden. Wenn wir sogar noch Zeit haben, machen wir die Best heute sogar. Kommt drauf an, wie viele Quests es gibt und wie lange ich für die Erkundung brauche. Ich habe halt nur gedacht, vielleicht machen wir den Boss erst in der nächsten Folge.
Also von hier aus jetzt nächste Folge. Aber vielleicht schaffen wir es so, also. Ja. Wenn es schnell geht, dann kriegen wir es sogar heute hin. Jajo! Jajo, okay. 3,5 Minuten gibt es hier. Ah, ja, ich weiß auch warum. Weil das ewig dauern kann. Oh, da, ich hab ihn schon gesehen. Der ist hier. Hä? Wo ist er hin? Der war doch gerade. Hier? Ist er hier? Hier ist er. Hab ich dich, mein Freund. Okay. Wie kommen wir nur hier durch? Zack, zack, zack vielleicht. Na komm, Hundi, hilf mir. Okay, hat geklappt. Ich sehe schon, das wird sehr nervig, hier alles zu finden. Oder alle Hundis zu finden, besser gesagt. Nein, nein! Na okay, bringen wir kurz um. Ist einfacher als jetzt die ganze Zeit rumzuflattern. Ach. Komm jetzt, hör auf. Hundi. 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 Ich habe Angst wegen der Zeit, dass sie nicht passen wird. Der Hundi muss aber eigentlich hier sein. Weh, der ist in irgendeinem random Block drin, ne? Dann bin ich wütend. Da, nein, nein! Lass mich noch rum! Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen! Ich bin nochmal zurück. Oh, verdammt, der war da oben. Okay, nehmen wir uns hier ein paar, zwei Eier mit. Geht schnell nach oben. Wie kommen wir denn da hoch? Bringt er uns nach oben? Nee. Ach. So, oder? Yes. Okay, der ist nicht schwer. Den muss man einfach nur sehen und treffen. Im richtigen Zeitpunkt. So, der letzte. Wo ist er? Wo ist der letzte? Gut hören muss man. Um den letzten finden zu können. Mal ab hier. Ach, Junge. Weg mit dir. Oh, mir egal. Wo ist der letzte? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Gut, eigentlich schon, aber egal. Wo ist denn der? Oh nein, hier ist das Ziel, oder? Ich höre ihn! Hier? LOL! LOL, okay. Na gut. War gar nicht mal so schlimm. Nur die Aale. Die Schlanktons. Die habe ich überhaupt nicht gemocht. Wie immer. Aber das war ja ganz kurz und easy. Yeah, juhu! Wir haben eine Minute extra gehabt. Ja, fast eine Minute. Nicht ganz. Aber wir haben es geschafft. Und das freut mich. So. Okay, letztes Rückwärtslevel, die Dschungeltour. Hier müssen wir nur die Hundis abschießen und nicht alle Ziele, immerhin. Vielleicht sehen wir sogar jetzt die Ziele von hinten. So die unbemalte Seite. Mal schauen. Bam, badam, bam, bam. Yoshi in seinem Giraffen-Outfit. Du, 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 du. Du, 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 du. Na komm, gibt's hier irgendwo irgendwas Bestimmtes? Irgendwo, zack, zack, zack. Aber ich will noch mal erwähnen, die Grafik dieses Spiels ist, die ist wunderschön. Ich liebe die Grafik des Spiels, sie ist so schön. Die Liebe zum Detail, guck dir das an. Ich meine, da muss man schon Pluspunkt geben, ne? Da unten! Was? Habe ich denn jetzt nur, weil ich gequatscht habe, nicht bemerkt, oder? Warte, kam der wirklich erst so spät? Verdammt! Nein! Wo ist der Nuhu hin? Oh, jetzt müssen wir erstmal warten, bis wir zu ihm hinkommen. Na komm, schneller hier. Jetzt sollte er kommen, ne?
Nee, warte, jetzt kommt er. Okay, bei dem muss man einfach wissen, dass er da ist. Sonst hast du ja echt Probleme, den zu bekommen. Okay, warum ist denn eine Frucht? Ich find's aber echt cool eigentlich, so von der Rückseite her. Da ist das Ziel. Aber keine Spur vom zweiten. Wieso? Da hinten vielleicht? Habe ich irgendwas glitzern gesehen? Okay, nee. Wo ist der zweite? Das müsste aber, glaube ich, kommen. Oh, ah, ein Affe! Wie süß. Ein Äffchen. Wow. Da ist er, da ist er. Hab ihn. Okay, das ist easy. Der war easy. Wow. Oh, wow. Wo ist der letzte? Wie viel ist das einmal eigentlich? 4 Minuten? Ich dachte, die Tour war vielleicht 3 Minuten oder so. Und nicht 4. Was? Okay, ich wette, dass einer ist hier drin. Bestimmt. Oder? Hier nicht? Ich hab da einen hingetan. Was? Okay, ich glaube, die Früchte müssen wir dann auch gleich nochmal abschießen. Und die Giraffe vielleicht auch? Hm. Also die Früchte werden wir bestimmt abschießen müssen. Kann mir nicht vorstellen, dass sie hier nur Deko sind. Die sind bestimmt wichtig für gleich. So, aber wo ist der letzte Hundi? Unser Pinker. Wo ist der? Wo ist der letzte Hundi? Ich habe echt Angst, dass ich ihn gerade nicht finde und ich ihn verpasst habe. Kann ihn gar nicht so gleich verpasst haben. Hä? Der muss doch irgendwo sein. Oder? Hier random geschossen und ihn getroffen. Hat der jetzt hier rumgerannt hier am Ende des Levels? Okay. Okay. Oh, okay. Und wir haben's. Ja, Tour ist 3 Minuten lang. Keine Ahnung, warum man 4 Minuten gegeben hat. Okay. Das war sie. Und cool. Lala. Yeah. Okay. Ich nehme gerade erst weniger als eine Viertelstunde auf, von daher. Wenn wir nicht so viele Quests haben und die auch kurz sind, dann schaffen wir echt noch den Boss in dieser Folge. What? Ich übertreibe. What? Aber jetzt wechseln wir erstmal unser Costume zum. Dann machen wir zum Heuhaufen. Das ist doch bestimmt cool. Okay, was sind die Quests? Was hast du denn so? Ich brauche Utensilien, aber wo habe ich denn welche verlassen? Hinterlassen meine ich. Ich brauche einen orangen Kroko. Findet man, nachdem man von einem Nashorst gejagt wurde. Okay. Ich glaube, ich habe sogar einen gesehen. Sicher bin ich mir aber nicht. Das sieht echt cool aus. Und hier ist er. Ah, hier. Direkt beim Checkpoint gibt es ihn dort im Hintergrund. So sieht übrigens mein Heuhaufen mal aus. Ganz cool, finde ich. Zack. Die Nadel im Heuhaufen wurde gefunden. Hehe. Okay. Ich freue mich schon gleich auf die orangen Mission. Denn das wird hundertprozentig eine Mission. Achso, und auch diese eine Mission bei dem zweiten Level. Ich weiß gar nicht, was das war. Wir müssen da irgendwas suchen. Ich weiß nicht, was war das? Schafe? Nee. Ich habe vergessen, was das war. Das war das gleich eh. Das sind 100% eine Mission. Ich will einen Rast bauen. Schau mal auf der Rückseite dort, wo das Orangen-Kroko war. Okay. Weiß nicht, ob ich das gesehen habe. Sieht so random out of place aus, aber wir werden sehen. Ah, unter dem Checkpoint gibt es den hier. Alles klar, musste ich gar nicht lang suchen. Seht ihr, ich habe nicht mal eine Minute gebraucht, um zu suchen. Okay. Stimmt, bei den Rückwärtsleveln, dann könnt ihr auch immer sehen, wie lange ich beim Suchen brauche. Zumindest im First Try, welches Level ich erstmal betreten habe. Manchmal restarte ich das Level auch mehrmals, dann, weil ich es nicht finde und ich nicht keine Lust habe, nochmal
zum Anfang zurückzurennen oder es einfach nicht geht. Und naja. Ach ja, Schnecken, die! Genau, die Schnecken, die waren das. Das waren keine Schaufel, das waren Schnecken. Ich brauche 6 Schnecken. Schnecken mögen's feucht, vielleicht hilft das. Hä? Wo soll das helfen? Ich weiß auf jeden Fall, alle sind. Die sind sehr einfach und überhaupt nicht wirklich versteckt. Ich habe das Gefühl, die haben die irgendwie keine Lust begabt, die zu verstecken. Aber ich zeige euch, wo die sind. Die erste Schnecke gibt es am Anfang des Levels hier. Komm. Die zweite befindet sich hier. Eine weitere kann man hier antreffen. Schwer versteckt gibt es hier eine. Man sieht sie auch schon. Hier hinter. Eine weitere kann man hier antreffen. Hier einfach ganz normal eine Schnappattacke machen. Und dann gibt es hier bei der letzten Blume die letzte Schnecke. Nee, auch nicht schwer, ja. Und ich schätze mal, die letzte Aufgabe wird sein, Orangen zu sammeln. Vielleicht will er noch ein paar andere Sachen haben, aber ich hoffe mal nicht. Weil ich will weitermachen, ich will den Boss besiegen. Ich habe jetzt Bock auf den Bosskampf, okay? Ich brauche einen Flamingo. Flamingos leben gerne im Wasser. Auf der Rückseite des Froschgebets war einer. Flamingo? Keinen gesehen. Ich habe definitiv keinen gesehen. Am Wasser. Okay, dann gucken wir mal beim Wasser, ob wir da einen Flamingo finden können. Ja, gut. Ist vielleicht etwas zu schwer zu sehen und vielleicht auch ganz am Ende des Levels. Vielleicht habe ich auch gerade genau das Gegenteil gesagt, aber wer weiß. Okay, willst du noch was? Das war ja echt lächerlich hier, dass ich das nicht gesehen hat. Hab die Tomaten auf dem Augen. So, gib mir die Blume. Wow. Noch eine bitte. Ja, jetzt kommen die Orangen. Ich brauche 5 orangene Pappenmache. Okay. Also 5 Orangen einfach. Vielleicht finden sich welche auf der Rückseite der Dschungeltour? Ja, tu noch welche. Ich habe die alle gesehen. Wir haben sie alle gesehen. Wir alle haben sie alle gesehen. So, und ich würde sagen, wir werden das sogar nicht schneiden, sondern zusammen machen. Hey! Das ist aber was, oder? Ich werde am besten hier immer hier unten stehen bleiben. Und immer alles abschießen. Denn das könnte immer das hier sein. Da haben wir die erste. Ich mag die Tour. Die Rückseitentour ist etwas langweilig, aber auch nicht schlecht. Kriegen wir den ja? Kriegen wir den da? Nein, schade. Hast du da irgendwas? Sag, das hätte da Ballons. Lol. Ah, jetzt kommt eine, ne? Jetzt kommt eine. Hinter dem Ding an. Kommt irgendwo da eine. Da. Er hat eine. Er hat eine! Yes! Okay. Wie viele waren das? 5, ne? Ja. 3 fehlen noch. 3 fehlen noch. Da ist eine, das ist eine. Nice. Okay. 2 noch. Aber komm, 2 nur noch. Das wird ja jetzt nicht so schwer sein. Right? Right? Dich kriegen wir mal. Was, das war der erste? Ach, wenn man den nicht bekommt, dann findet man ihn hier. Oh, okay, dann wisst ihr auch mal Bescheid. Das ist echt ziemlich gut zu wissen. Das Äffchen. Süß. So, aber ich weiß nicht, warum der da ist. Ich hätte den hier in den Maul von irgendeinem Krokodil, der jetzt gleich kommt, hingetan, um ehrlich zu sein. So. Es fehlen nur noch 2 Orangen. Ups, ich wollte nicht drücken, sorry. Und ich weiß schon, wo die sind. Vielleicht wäre er sogar hier. Das Hühnchen. Vielleicht wäre das sogar hier gewesen. Aber das weiß ich jetzt nicht. Das kann sein. Da ist nämlich 1. So, und das letzte weiß ich sogar, das ist da hinten. Irgendwo da ganz hinten ist es.
ist eine Giraffe. Cool, cool. Da ist es. Ist jetzt gespawnt. Da hinten. Yes, wir haben alle. Nice. Sogar live gemacht. Das finde ich sehr, sehr cool. Live hat das viel mehr Spaß gemacht, finde ich. Lol. Hast du noch was? Ich wüsste jetzt nicht, was du noch sammeln willst. Yoshi kann auf einmal drüber latschen? Habt ihr das gerade gesehen? Da kann er von Feld 3 auf Feld 1 bis ganz am Anfang gehen. Wieso? Wieso kann ich das nicht selber? Warum kann ich das nur, wenn er hier zurückgehen will? Oh, jetzt reg ich mich über so Kleinigkeiten auf, sorry. Ich hatte tatsächlich noch was. Ich hätte gerne den Tiger, wie er aussieht. Auf der Rückseite des Froschgebiets kann man suchen, bis einem Streifen wachsen. Okay. So ein Stöpsel angemalt wie so ein Tiger. Oh, wie süß. Den holen wir. Weiß nicht, wo der ist, aber ich zeig es euch. Ganz am Ende des Levels. Krasses Versteck. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Mehr sage ich dazu nicht. Krasses Versteck. Okay. You got me. Aber komm, das reicht doch jetzt, oder? Ja? Okay. Das war's jetzt? Ja, bitte, bitte, bitte. Nö. Ich will noch 5 knorrige Rotbäume. Findet man im Wald. Wo sonst? Des Tierkönigreichs. Bitte 5 davon. Im Wald? Meinst hier? Ja. 5 von denen. Okay. Den ersten findet man hier. Einen weiteren gibt es hier. Seht ihr ihn nicht? Ganz einfach. Hinter dem Checkpoint gibt es ihn hier. Nur aufgepasst, dass der Dino euch nicht abtrifft. So, warte, wie komme ich da eigentlich dran? Da sind so ein paar Büsche vor. Jetzt habe ich ihn. Okay. Einen weiteren gibt es hier links. Den man aber von hier aus nicht erreichen kann, wie ich gerade bemerke. Kann man ihn von hier aus erreichen? Nein. Vielleicht aber von hier aus. Ich sehe ihn da doch. Da denn dran? Warte. Vielleicht, wenn ich nach links rüberfliege zu der Blume. Ah, ja, von hier aus bestimmt, oder? Yes. Und der letzte befindet sich hier oben. Ich habe nur da unten dieses Rot, die rote Farbe gesehen. Und habe gedacht, vielleicht ist es das sogar. Und ja, das ist es tatsächlich. Ich nehme schon leider 40 Minuten auf, aber. Ich schätze mal, 20 Minuten davon werden weggeschnitten. Denn in den 20 Minuten suche ich nur. So, und ich hoffe, das war's jetzt. Komm schon. Was willst du noch suchen? Was soll ich noch suchen, meine ich? Komm. Ich will noch was. Ich will das fabulöse. Was? Ein fabulöses Tier? Also will die Giraffe haben. Fabelhaft zu finden auf der Rückseite der Dschungeltour. Junge. Dein Ernst? Der will jetzt ernsthaft, dass ich die Dschungeltour nochmal mache. Okay. Muss ich es überhaupt reinschneiden? Wir wissen alle, was. Also ich hab's 15 Mal abgeschmissen. Und ja, der Hund würde hier sein. So, ich hoffe, du bist jetzt endlich zufrieden hier. Oh, Junge, warum will er, dass ich das? Ach, egal. Solange er jetzt zufrieden ist und mich nicht weiter stört und ich endlich zum Bosskampf gehen kann, ist alles noch ganz knusprig hier bei uns, ja? Okay. Wow! Ich will noch was. Ich will das fabulöse Tier Nummer 2 fabelhaft zu finden auf der Rückseite der Wildnistour. Ich will das nochmal. Du bist ja voll lustig. Super. Hat er den da? Der meint nicht ernsthaft den Affen. Er meint den Affen. Ich habe die Form gar nicht erkannt, aber als ich den Affen gesehen habe, wie er so seine Hand hochhielt, wusste ich, warte, vielleicht ist das keine Schildkröte, sondern das ist der Affe. Ja, es ist der Affe.
Aber jetzt ist zu Ende, oder? Nö. Ich will nochmal die drei Zebras, die du 10.000 Mal gesehen hast. In drei verschiedenen Leveln findet man jeweils einen davon. Viel Glück! Nein! Ich muss jetzt in jedem... in drei Leveln... Oh nein, da spiele ich noch einen da oben drauf. Ich schneide euch sie rein. Das erste Zebra gibt es am Anfang des Levels hier. Nicht ganz so einfach, wenn man von so einem Tier währenddessen verfolgt wird. Gib mir das Ei. So, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber! Yes! Okay, eins davon haben wir. Das war nicht schwer und die sind allgemein nicht schwer. Wir haben sie alle gesehen. Ja, wenn wir sie alle gesehen haben, dann heißt es ja sofort, dass sie nicht schwer sind, ja. So, zweite ist hier. Ja, hier. Okay. Das Zebra am Ende des Levels. Hier hinten. Ich bin so froh, dass ich erstmal durch das Level gegangen bin und nicht schon mal alle Boxen aufgemacht habe. In der Hoffnung, dass da irgendwo hinter so ganz random einfach das Zebra ist. Weil das habe ich tatsächlich in diesem Level nicht gesehen. Aber gut. Zum Glück. Okay. Das letzte Zebra gibt es hier. Und das Zebra gibt es hier hinten. Und ich habe sogar getroffen. Nice. Dauert das lange, Ich würde sagen, wir machen den Boss dann noch in der nächsten Folge. Wir machen noch heute in dieser Folge Guts Quest zu Ende, weil mir wird es echt zu bunt hier. Und da, ja. Genau das so. Ja. Nächste Folge kommt der Boss. Auch wenn er gerade fertig ist. In der nächsten Folge gibt es den Boss. Wenn es euch gefallen hat, mir nicht. Dann lasst gerne eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir den vierten Kristall abholen. Hurra, alle Grinsblumen in Prumpeldschungel gefunden. Woohoo!